Mein Name ist James Corbett von CorbettReport.com. Im Jahr 2006 gewann eine 15-jährige Gymnasiastin aus Albuquerque in New Mexico den dritten Platz bei der Intel-Messe für Wissenschaft und Technik für ihr Projekt über die Verlangsamung der Ausbreitung eines infektiösen Erregers während eines Pandemienotfalls. Anhand einer Computersimulation, die sie mit der Hilfe ihres Vaters entwickelt hatte, argumentierte sie, dass Regierungen, um die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen, Schulschließungen einführen, Kinder zu Hause behalten und soziale Distanzierung durchsetzen sollten. Es ist unglaublich, dass dieses drittplatzierte Projekt für die Wissenschaftsmesse an Gymnasien direkt mit der Abriegelungspolitik verknüpft werden kann, die heute von Regierungen auf der ganzen Welt umgesetzt wird.